So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. Im letzten Part sind wir hier vor dem Waffenladen stehen geblieben und haben eine SMS vom Jacob bekommen. Und die lesen wir jetzt mal. Cool Star, du bist ein echtes Fliegers. Wir beide sollten irgendwann mal nach Jamaika fliegen, oder? Easy, Lil schon. Na freilich, ach wisst ihr was, komm, Nachrichten. Rufen wir gleich mal an. Und fahren unterdessen weiter zum Ray. Yeah, I'm busy, come over. Oh, Einbahnstraße, Einbahnstraße. Letzte Part war ja die Mission beim Ray ja nicht ganz cool und sollen aufgrund dessen ihn wieder mal besuchen kommen. Und das machen wir. Bleiben wir mal einfach mitten auf der Straße stehen und dann. No way on the subway. I'm telling you, the guy's good. You check them out? Hey, here he is right here. Phil Nico. Nico Phil. So you're the guy who got jumped for a couple of million? Yeah. You gonna pop me for it? No, I've heard good things. Some odd friends, but you know, what are you gonna do? You're right. I've been keeping bad company. Oh, you mean this guy? He's okay. Well, he pays up and he ain't gone stage yet. Very funny, ha ha. Listen, we got a lot of missing money and we got a problem with these fucking bikers. And I've got the problem finding someone. Yeah, I nearly got something on that. So we sent some of our boys after the money. Maybe you can deal with the bikers. Calm them down. They're causing trouble on the corner of Vauxite and Exeter. Sure. Otherwise, you and Raymond here got a serious problem. The boss has got to get paid. Even when people forget to tell them about things they're working on. I don't bust my balls. What's the point of talking about things unless they become real? I'm sure. Yeah, I'm sure you're sure, Phil. You of all people. Now, what the hell does that mean? Nothing. I mean, come on. You're a guy who knows what's what, right? Yeah. Wie so ein altes Ehepaar. Fahr zum Treffpunkt der Mitglieder von The Lost. The Lost and Damned. PMB 600 ist unser Auto für heute. Ist eigentlich gar kein schlechtes Auto, fährt sich bloß ein bisschen seltsam, aber im Grunde genommen ist es nicht schlecht. Wo muss man hin genau? Na, ganz dann auf natürlich. Eigentlich sollten wir dann... Entschuldigung. Eigentlich sollten wir dann mal wieder... Gott, wie fahrt denn ihr hier? Mit dem Taxi fahren wäre wahrscheinlich wieder um einiges komfortabler und einfacher. Vor allem hätte man nicht die ganze Zeit ein Gepiepse im Ohr, wo ich nicht weiß, von was es kommt. Okay, jetzt können wir aber hier wieder Vollgas fahren. Vorausgesetzt, es kommt uns nicht so ein extremer Vollidiot in den Weg, also bitte. Ja, also ich brauche gar nicht so schauen, das hast du jetzt halt davon. Also wirklich, beim besten, das war selten dumm. Dumm, dumm, dumm und dumm. Aber gut, ist es KI, ist es künstliche Intelligenz? Ich habe es glaube ich schon mal irgendwo gesagt, die künstliche Intelligenz, das Beste was es dort gibt, ich weiß nicht in welchem Spiel die ist, aber die ist auf dem Niveau von einem 5-Jährigen. Das heißt mal, wenn ihr in Ego-Shootern sterbt, dann wisst ihr was geschlagen hat. Ist eigentlich schon relativ krass, muss ich mal was sagen. Ein Niveau von einem 5-Jährigen, also das ist ja nichts. Aber gut, so ist es. Modo, wo es nichts Gescheites gibt. Gib Gas, so. Schauen wir mal, Johnny müsste doch sich hier irgendwo rumtreiben. You took something that belonged to my employers. Shit! That's the cocksucker that Johnny ripped off of the diamond loot! Hey, why don't we see if he can keep up with some real American bikers? Hey, let's do this! Da vorne steht eine, die schnappen wir uns. Oh, ihr fahrt aber schnell weg. That's great. Fantastic. Take the motorbike. Jage und erledige die Biker. Kein Problem für... Ups. So ein Fahrerass wie mich. Oh no! Your body's dead! So, Nummer 1. Weg.
Oh, sorry. Einfach Dauerfeuer, was gibt's Schöneres? Da. Immer mit der Ruhe. Da unten Pferde, ich habe kein Licht. Ach so, es geht automatisch an. Ja, nutze H, um zwischen Ablendlicht und Licht umzuschalten. Ich habe dummerweise aber gar kein Licht. Sag mal, irgendwann ist auch mal Schluss, gell? Freundchen. Na, Alter, hast du Millionen Leben oder was? Alter, ich zertrümmere doch den zweiten Rücken. Wie geht's da hinten, Arschloch? Ja, mir geht's eigentlich ganz gut, aber ich frage mich, wie es dir so geht. Shit. Ja, es war klar, da konnte ich nichts machen. So ein Kack. Das nicht mal von der U-Bahn zerschmettert. Ja. Ich will diesen Clip nicht speichern. Ich werde es auch nie wollen. Haben wir so viel Schuss verschossen für nichts und wieder nichts. Moving on the subway, fahr zum Treffpunkt am sonst wo. Taxi. Stop. So, schick deinen Freund bitte nach Hause, genau. Ich fahr zum Zielort. Und zwar sackisch. Sackisch. Wie viel Schuss haben wir da noch? 800, okay. Damit sollten wir doch wohl klarkommen. Take the motorbike. Den hinten drin kann ich ja eigentlich jetzt gleich mal erledigen. Well, the big bad biker got himself killed! Ich habe so das Gefühl, ich kann den nicht töten. Ich glaube, ich muss den eine Zeit lang verfolgen. Schießen wir nochmal ein Magazin, aber beim besten Willen, das wird nichts. Folge ihm. Gar nicht so einfach, das Ding hier zu lenken auf den Schienen, weil da rutscht du wie Sau. Das hat keinen Sinn, ich schieße den jetzt damit. Nicht noch mehr ab. Bei den zwei Reifen, die sind irgendwie halt auch aus Panzer oder so, ich weiß ja nicht. Mal schauen, wie ich hier driften könnte. Alter, was ist das für eine riesen U-Bahn? Na gut, die New Yorker U-Bahn wird wahrscheinlich doch mal ein bisschen größer sein als hier so Nürnberg U-Bahn oder sowas. Alter, wie schnell sind denn die Kisten? Jetzt werden wir langsamer. Drücke F, um in den Zug einzusteigen. Was labert der? Boah. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den jetzt langsam töten kann. Magazin ist es jetzt mal wert. Hey.
An deiner Stelle hätte ich jetzt die Waffe lieber nicht gezogen. Wäre wahrscheinlich schlauer gewesen für dich. So, dann nichts wie weiter zu Ray. I got rid of those bikers for you. Johnny wasn't there though. Okay. Ah, hier ist mal wieder Tweet, Wart für Internet. Nico, you're back. I was thinking, you don't even know my name. I am Alejandra. That's good to know, Alejandra. Okay, haben wir hier mal wieder eine Dame kennengelernt. Wir können ja mal ruhig mal wieder Mails jecken. Dwayne Forge. Jo, Dwayne hier, Mann. Dachte, ich melde mich mal per E-Mail. Ich bin kein großer Schreiber, aber scheiß drauf. Du bist nicht von hier. Kann dir egal sein. Mann, ich habe nicht mehr viele Freunde. Ist echt nichts los. Sollen wir zweimal was unternehmen? Einen drauf machen? Könnte gut sein. Könnte ganz gut sein. Mr. Fackler. Aha. Neun Months without Sex. Aha, was auch immer das ist. Sofort Liebe finden ist anscheinend... Ach, die Maus, ey. Ist hier irgendwas Neues da? Lord Chic. Die sieht doch mal ganz, ganz heiß aus. So, testen wir mal unser Glück. Und dann verlassen wir den Schuppen hier auch am besten wieder. Ich komm vorbei, wenn ich meine, dass ich vorbeikomme. Mein Spaß. Klar, Lady, ich schau mal wieder vorbei. Alejandra. Was hört man heute? Massive Sound System. Schicks Auto, der hast du da. Wir haben einfach nur voll die alte Mühle. Muss ich sagen, ist mir die andere doch lieber. Ray ruft an. Wir haben keinen Ray mehr, wir haben keine Mission mehr, wir haben gar nichts. Was denn jetzt hat er? Hä? Was geht denn jetzt da? With a Roman. Hey Roman, can you do me a favor? Anything for you, cousin. Just me. You want some women? I met him. He's not dead. I'm coming to collect you from the apartment. Wait for me there. Catch Roman. Okay, bin jetzt immer gespannt, das finde ich jetzt halt. Ja. Hi. Brauchen wieder wegen Munition. Schauen wir mal, was so geht. Eine kugelsichere Weste. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt, gell? Granaten. Kaufen wir halt mal, keine Ahnung, 20 Stück. 21 Stück. Sollte langen. Ach, die Waffe benutze ich sowieso nicht. Gut, du bist jetzt langsam reich, was wir schon Geld in dich reingepumpt haben. Okay, finde ich jetzt wirklich sehr, sehr, sehr schade. Beziehungsweise seltsam, warum das jetzt plötzlich so eine überraschende, krass schnelle Wendung nahm. Und so, warum? Warum der den jetzt plötzlich schon gefunden hat? Das wundert mich, vor allem wir haben ja die anderen zwei Missionen noch nicht mal ansatzweise angefangen. Ich habe noch nicht mal daran gedacht, die zu machen. Aber jetzt hat er erstmal, ich mag sie immer eigentlich, die alle schön gemütlich nacheinander abzuschließen. Aber gut. Hey, hier ist doch unser Apartment. Gleich.
are. Fahr zu Talbot. Wollen wir denen nicht mal sagen, was los ist? Scheinbar nicht. I have found Florian Kravitz. There's a man called Talbot Daniels who will lead us to him. Talbot? I know him from some of the card games I play. So, we're finally going to kill Florian Kravitz. Oh, shitty fucking luck! You know, if this fucks up, the bad shit's coming down on my head. What do you mean? I mean, you fuck up and I take this shit. You kill the wrong guy and his friends will fuck with me to get to you. I didn't have no scars until you arrived. Now I am practically chopping board to have so many cuts on me. You are a rich chopping board. I worry for you, MB. Sometimes rich, you just gotta rich. Let the hate go. You really going to feel better once Florian is dead? Soon, we will find out. Ich brauche mal ein Auto. Ich möchte lieber Auto fahren, es ist sicherer. Der hat sogar Power. Das ist schon super. Das bin ich ja schon bei United Liberty Paper. Okay. There he is. Let's go talk to him. He's always at the games being held around Algonquin. Not too good either. I don't think I've seen him win a hand. Hey, I hear you know Florian Kravitz. Where is he? Florian Kravitz? I don't know what you're talking about. I've been head-to-head with this guy a few times, NB. I know his tells. He's lying. Roman? What's this about? He doesn't act well under pressure, NB. Beat him a little. All right already. There's a guy I know, likes to be called Florian Kravitz at, certain moments, lives uptown somewhere. Show me. Besorgt ihr einen viertürigen Wagen? Machen wir, machen wir, machen wir. Sekunde, so. Ich musste nur schnell eine Spinne verbrennen. viertüriger Wagen, ist das viertüriger unserer? Nee. Nehmen wir halt den so lang. Fahr zurück und hol Roman und Talbot. Nein, die können ja nicht einfach mal die Straße überqueren. Würde er schon nicht machen, denke ich. Talbot, if you screw me around, you are a dead man. Okay, if I'm right, Bernie's place is somewhere uptown. Keep going up here. Was? Fahr weiter hoch. Der wird jetzt halt Anweisungen geben. Na super. Jetzt lass mich halt einmal da über die Kreuzung. Fahr ich jetzt halt mal weiter. Hier rechts. Na super, jetzt können wir da noch so einem Drogen-Junkie versuchen zu vertrauen. This isn't easy. Stay on this street. Bleib auf dieser Straße. Okay. Take a left. Nächstes Mal sagst du es bitte ein paar Sekunden eher. Dann kann ich vielleicht auch mal drauf eingehen. Think, Talbot, think! Okay. Maybe left. Ease up a little, big fella. I can't see when you're going that fast. Yeah. Well, how about you maybe go left and see where it takes us? Ich kann doch, ich bin hier auf einer geraden Straße, sag einmal. Wie stellt's denn dir das vor? Wo soll ich denn hier links abbiegen? Es gibt ja auch keine Abzweigungen. Right. Ich glaube, ich der fährt absoluten Scheiß zusammen. Ich bin mir fast sicher, dass wir eventuell nach links müssen. Right here, okay? Hier weiter. Go right. Ich habe echt das Gefühl, dass der keinerlei Plan hat, wo es lang geht.
Hör mal, Elektro. To the left here. This is complicated. How about right? Bin ich langsam wieder da, wo wir angefangen haben. You've taken a car down a one-way street? I'm pretty sure it's right here. Beim besten Willen. Turn left here. Turn right. Eventuell nach links? Scheinbar nicht. Vielleicht hier nach links? You try to block walks of shame out of your memory. This is it. This is Bernie's place. Are you going to kill him? Suche. Hallo. Ich spule vorne. When I'm done with Florian, he will be begging to die. That is the most your friend can look forward to. Get out of here now. You've done your job. Verzieh dich, nachdem du uns durch halb Liberty City Weekend in Florians, nachdem du uns durch halb Liberty City gescheucht hast. Florian! Und das Samsbuk Tebe, Durka Gior! Und Vori! Florian! I've come for you, Florian! Oh, go away! Florian, Jesse Totti. Nico? What the hell are you doing here? What happened to you? Oh, I started working out. You know, toned up the... Florian? You used to work in the abattoir? Oh, don't remind me. Roman? You put on a few vanity pounds. What are you guys doing here? Why did you kick my door down? I've come to ask you some questions. It wasn't you, was it? What wasn't me? Who set us up? It was you or Darko. I thought it must be him. Oh my god. You think it was me? That's why you are here. You've come to kill me. Well, screw you, Nico Bellic and Fatty Roman. It wasn't me, it wasn't. I wouldn't do that. Can we stop with the fat jokes, Florian? It's Bernie now. After I came here, I wanted a complete change, so I became Bernie Crane. I'm sorry about the fat thing. You're still kind of cute. Gee, thanks. What are you doing here? Well, I'm a lifestyle coach, and I teach an aerobics class, and I'm in love. He's married. It's so doomed. And he's in politics. He's the deputy mayor. Bryce Dawkins? But he's so into family values. Oh, that's just politics. Where is Darko? Dead, I hope. I'm not sure. I heard he was still in Europe or Switzerland or somewhere. But then I heard that you had joined the circus, so information can be unreliable. We have to find him. We have to find him. I think he's a bit freaked out. I guess he thought seeing you would answer some questions. So I see. Well, it's great to see you guys. We must do brunch. Sure. See you later, Florian. Bernie! So, Florian has changed? Yes. He's moved on from what happened to you. You should have moved on too. What are you going to do? He may not be here in Liberty City, but he's still out there. I will find out where Darko Brevich is, and I will make him answer for his actions. We know now that it was him. I need to be alone now, Roman. Sure. I'll see you later then. Call me, okay? Roman, Daumen hoch. Habt ihr das Kind im Hintergrund? War immer eine... waren die... die Spielereihe von GTA gestanden, mit Vice City und so. Ruf erstmal Ray an. Jetzt sind die Missionen aber übrigens wieder alle auf der Karte, sehr gut. He wasn't the one I was looking for. Too bad, Chich. I did what I could. Gut.
Da machen wir halt hier eben weiter. Ja, hallo. Nein, falsch. Wir steigen hinten ein. Da, lass uns da bitte raus. Denn dort erwartet uns... Soll ich jetzt da langsam mal ein Schild aufstellen? Jeder depperte Taxifahrer von euch rumpelt da dagegen. Also bitte, seid doch nicht so blöd. Kate ruft an. Nico, it's Kate. You up to anything? Want to do something? Sure, Kate. I'll be there in an hour. Good. See you in a while. Kate. Taxi? Ein Glück, dass der so blöd ist. Dann brauchen wir erstmal ein Auto. Alter, was wollte der? Florian? That's not my name! Bernie, what can I do for you? I need you to come around to my place, Nico. Please, come soon. Ja, jetzt haben wir wieder Bernie bzw. Florian und wir brauchen erstmal ein neues Auto. So, das hier ist jetzt der perfekte Moment, um an der Stelle einen Break zu machen. Ich danke euch recht, recht herzlich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut und auf Wiedersehen. Ich bin's, euer Fleschi. Ciao.